Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi mit mir, TMWSREF. Lasst uns weitermachen. Wir haben ja das letzte Mal eine wunderschöne Lebensweisheit von Raditz gehört, was er gelernt hat. Und er hat erheblich Fortschritte gemacht, ja. Hat jetzt leider das Bewusstsein verloren. Das Leben gleicht das nun mal aus, ne? Aber dafür wird er jetzt was Wichtiges, ja.薄れゆく意識の中、ラディッツはごく親父、懐かしいな。俺の土産に一戦相手してやるぜ。おい、行くぞ。夢か幻か。ラディックと悟空の父であるバーダックが戦いを挑んできた。 Leute, ganz ehrlich, es ist doch eine schöne alternative Handlung, finde ich. Jetzt kämpfen wir gegen Bardock, seinen Vater, Raditz Vater, ja. Oh, wundervoll. Okay, Dad besiegt uns. In diesem Fall erst einmal, aber nicht für immer. Wir schlagen zurück. Uh-oh. Ah, Dad hat's drauf. Gut, okay. Ich muss ein bisschen klüger jetzt vorgehen. Nein. Du wirst nicht dein Key aufladen aufs Maximale, Dad. Ah, was? Scheiße nochmal. Schlägt immer zu mit seinem... Hey, Dad, du spielst aber ein bisschen feige. Ha, vergiss es. Ich muss jetzt mich echt ranhalten, verdammt. So, ich mach nochmal gerade schnell volle Kraft. Ich glaube, um den Dragon Ball scheiße ich jetzt erstmal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ha! Auf den Trick falle ich nicht. Hey, wieso kannst du denn nicht blocken, Raditz, verdammt nochmal? Oh Gott, Raditz, das muss jetzt treffen, bitte, irgendwie. Weil sonst geht das nicht mehr. Shit! Der besiegt mich hier! Nein! Ah! Kacke. Okay. Leute, ich glaube, wir müssen es nochmal versuchen, weil sonst... Scheiße! Oh Gott. Dad hat uns fertig gemacht. Mir doch egal. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Ja, doch, hier, überspringen. Aber nicht Ende. Oh Gott, ey. Mensch, Bardock ist echt zäh. Alter Schwede. Verdammt nochmal. Das kriegst du zurück. Okay, der kann mich aufspielen, weil er hat ja einen Scouter. Verdammt nochmal. Jetzt schlag ich zuerst zu. Mensch, aber... Gerissen ist er echt allemal. Und er macht doch immer das Gleiche! Mensch! Dad, sei nicht so ein Feigling. Kämpfe fair und anständig. Wie es ein guter Vater tut, okay? Dämlicher. Großkotz. Große Klappe und nichts dahinter, hä? Huh? Also, aber dein Sohn muss dir auch mal eine Lektion erteilen, ey, Junge. Alter. Nein! Ja. Vielleicht sollte man sich mit seinem Dad nicht allzu leichtfertig anlegen. Aua! Das gibt's doch nicht. Ich krieg den nicht geschissen, Alter! Gibt's doch nicht.
Ah, nein! Hilfe, warte, warte, ich fertig! Papa schlägt mich. Mann! Was soll das? Macht mir doch nicht so schwer! Nein! Verdammt nochmal. So. Kann ich jetzt mal wieder zuschlagen? Verdammte Axt. So, jetzt mach ich mal hier auf feige Kämpferart hier. Ha! Was sagst du dazu? Alter Mann. Aber natürlich muss das Spiel jetzt rumspacken, muss mich in eine ungünstige Position bringen. Verdammt nochmal. Oh, er lässt mich fliehen. Danke, Dad. Hallo! Jetzt bin ich auch dran. Mann, der schlägt mich immer wieder! So, ich muss jetzt gewinnen, sonst kriege ich die Krise. Was? Nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Oh Gott, bin ich bekloppt! Oh, scheiße, der Gehwelle! Das gibt's doch nicht. Ich... Och, Mann, ich hatte ihn verhört. Heulsuse, ja, ja. Ich darf mich blamieren und aufregen, ja? Gut. So, jetzt ist aber das letzte Mal, ja? Du kriegst die Fresse einfach nicht voll, Dad, Mann. Mann! Ich hasse seine dämliche Ausweichart. Ey, guck mal. Leute, ernsthaft, irgendwas stört mich an der Kampfart von Raditz. Irgendwie ist er so schwermütig im Schlagen, ja? Irgendwie schaffen es meine Gegner immer auszuweichen. Oh nein, nein. Ja, danke, Dad. Zwischen die Beine. Wundervoll. An deinem eigenen Sohn. Ja, bist du jetzt stolz drauf? Und der, oh mein, der macht so viele Treffer, das gibt's doch nicht. Wie macht der das denn? Ey, das ist doch nicht unmöglich, ey. Ha! Was? Ich hasse dich, Dad, im Ernst. Lass mich... Was macht der mit mir? Ich kapier das nicht, wie macht der das? Steh doch auf, Raditz. Ja, komm, lass dich doch von deinem... Von dem Dad noch extra hoch rumvögeln hier, ey. Sag mal, wieso? Leute, ich muss auch irgendwie ein bisschen. Ich muss irgendwie ein bisschen. Ey, ich bin einfach. Irgendwie glaube ich, ich bin zu schlecht dafür. Das ist noch schlimmer als Kid Buu. Ernsthaft. Kid Buu war irgendwie noch halbwegs anständig, aber der ist ja nicht mehr normal hier, dieser Bastard hier. So, gut. Ah, Yamchu, ey, du nervst. Behalt dein Kiball für dich hier. Kleines Bällchen. Guck mal, Bardock schafft es jetzt zuzuschlagen, obwohl er jetzt eigentlich ein bisschen taumeln sollte, ja? Ach, nein, 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 das war ein Fehler, glaube ich. Schon wieder. Oder nein, diesmal nicht. So, jetzt kriege ich aber. Oh Gott. Ich glaube, das ist einfach so ein Naturgesetz, dass man seinen Vater wegen seiner Überlegenheit hasst. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist nervig. So, jetzt aber. Again. Sorry, anders kriege ich es nicht hin. Und wenn du so blöd bist und immer wieder in mich reinfliegst, dann kann ich auch nichts dafür. Ja, es ist feige, es ist nicht ehrlich, aber...
Ich muss dieses Let's Play irgendwie weiterführen. Sonst kriege ich... Ich werde es aber auf ehrenvolle Weise mit einem, mit einem Superangriff beenden, okay? Okay. Oh! Der Dragon Ball ist mir jetzt auch egal, aber... Oh Gott, ja! Wir haben es geschafft! Wir haben ein Wunder erhalten! Gott sei Dank. Raditz. Ja, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. Junge. Sore wa Raditz ga saigo ni mita chichi no yume. Akumu de shika nakatta chichi no kao ga atatakakatta. Kakarot. Yatsura wa tsuyoi. Soshite. Sono. Eh? Akuma? Kakarot.兄と父を超えろ。そして、おい。その後ラディッツは無言のままその場を立ち去り、遠隔操作で宇宙ポッドを呼び、そして迫り来るベジータたちが乗る宇宙船との接触地点で、まばい弟カカロットに対して。 兄としてできる最後の愛情だったのかもしれない。 これはとある兄弟のもしもの世界の物語である。 Wow. Das war eine tolle, wirklich eine tolle alternative Handlung mit einer schönen Tiefe. Also es ist nicht einfach so als Scherz irgendwie so ein Kapitel gemacht, sondern es ist wirklich ernsthafte Handlung. Also irgendwie finde ich, das ist toll. Also das hätte man wirklich irgendwie auch, das hätte man an echt wirklich in der Serie reinpacken können, anstatt die in der Serie vorhanden ist. Wirklich, das hätte man ernst nehmen können vielleicht, aber okay. Dann wäre der Kampf gegen die Saiyajins nicht gewesen und wäre es nicht so spannend gewesen, aber naja, gut. Schöner Verrat, wir machen weiter. Hunger, ja, du kannst gleich weitermachen mit Hunger, Essen, was weiß ich, Son Goku, aber erst um, ja. Erstmal ruf die Arbeit, so. Also, Zabon, schöner Verrat, hallo. Du schöner Schönling. ドラゴンボールの存在が彼の秘めたる欲望を増幅させる。かつて考えもしなかったクリーザの恐怖支配からの脱却。そして己の美しき肉体を永遠のものとする夢。美の追求に際限はない。それがザーボンの運命を変える。 Okay. Objektshop. Da will ich jetzt nicht rein. So, ein Kapitel extra für Zabon. Wundervoll. Bulmas Raumschiff. Ach, Kui, hallo. Du willst bestimmt nur wieder kämpfen, deswegen werde ich mal gleich wieder die Biege machen. Ja, das war ja hier seine nette Kampfeinlage immer. Um zu trainieren, aber nee, ich mach hier in der Haupthandlung weiter, das ist mir jetzt eigentlich viel lieber. So, westliche Ebenen. Gegen wen kämpfen wir hier? Oder was passiert hier? Gohan und Krillin no Hangeki ni tekozuru Dodoria no moto ni Zabon ga kaketsukeru. Dodoria. Gomi domo aite ni nani o tekozutte iru. Da ga yo, koitsu ra 思った以上にやりやがるんだ。貴様ら地球人だ。ここへ何しに来た。誰がお前なんかに。こうなったらやるぞ、ご飯。はい。Jetzt fängt's wieder an. Die großen Texturglitches. Das sind immer ganz speziell auf Namek immer ganz viel. Das ist Oh, wartet mal, ich glaube, vielleicht habe ich jetzt ein Problem. Ich habe jetzt nicht mehr... Ah, klasse. Jetzt muss ich mir irgendwie nochmal
Set-Objekte kaufen fürs nächste Mal. Ich hoffe, ich krieg das mit Dodoria jetzt... mit Zabern allein hin. Oh, dass auch immer irgendwelche Charaktere kommen müssen und Set-Objekte haben wollen. Das ist einfach... Oh. Könnt ihr nicht mal irgendwie mal selbst irgendwie euch Objekte kaufen oder so? Oh. Immer seid ihr auf mich angewiesen. Ist das nervig. Naja. Gut. Ich meckere mal nicht, weil ich bin ja der Spieler. Und natürlich hängt ja alles von mir ab. Da muss man sich eben drauf einstellen. So. Ich kann dir vielleicht auch noch was geben. Irgendwie, aber es wird nicht viel sein. Wir haben noch ein Gesundheit plus 7. Ja, komm, das ist ja immerhin besser als gar nichts. Und du brauchst definitiv einen Ausrüstungsslot plus 4. Was richtig viel ist. Ich weiß nicht, ob das an deinen Funden liegt, aber trotzdem, da muss was getan werden. Angriff und Abwehr noch. Wir haben einen Angriff, Abwehr plus 6. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch einen Ausrüstungsplus plus 4 habe. Nein. Gut, Dodoria, du musst damit jetzt auskommen. Es geht nicht anders. So, ich bin immer noch geschlaucht von dem Kampf gegen mit Bardock. Das war hässlich schön irgendwie, was weiß ich, oder sowas. Glaub mal. Sternschnuppe, Tanz des Blutes, sind das... Oh, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Boah ey, das ist eigentlich richtig fies, ja? Ein Kind so anzugreifen, ja. Au. Okay, Krillin, dann kommst du jetzt noch. Du kannst ja auch nicht so viel Energie haben. Obwohl, ja, hast du ja auch nicht drei Leisten. Das ist eigentlich schön wenig. Stopp, Moment. Wilder Sinn, Extrem-Power-Up. Hast du als Explosion 1? Okay. Mensch, okay. Krillin ist schon mal cleverer als Son Gohan. Oh Mann, mitten in die Fresse. Junge, das muss wehtun. Okay, Extrem-Power-Up. Oh Mann. Junge, was war das für eine Aggressionswelle? Das ist dauerhaft schmerzhaft. Gut, kein Level Up für beide. Es ist okay auch für Dodoria nicht, obwohl er ein paar lowere Gegenstände hatte. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Zabon und Dodoria no futari ga aite de wa Krillin to Gohan ni wa kachi me wa nakatta. たりは捕らえられ厳しい尋問を受けることになる。おい、ハゲ頭。デジータはどこだ？人やらを探ればわかるのだ。それは素直に吐かねえと、ボスがもっと痛い目に遭うぜ。わかったよ。探ってみる。 こうしてクリリンの気を探知する能力を利用し、裏切り者ベジータの捜索を開始するのだった。 Okay. Ja, ganz nett im Moment. Leute, ich frage mich ernsthaft, was ich jetzt als Thumbnail nehmen soll. Ob ich Bardock nehmen soll oder jetzt Zabon, weil bei Zabon kriege ich einfach nichts Anständiges irgendwie, wegen dem Texto kriegt es irgendwie kein Foto, kriegt kein anständiges Foto geschossen. Ah, okay. Na gut, Objektshop, wir kaufen jetzt erstmal noch eine Runde. Das macht ja so eine Beauty Queen wie du, Zabon, mit Sicherheit auch öfters. So, shoppen. Reden. Hoho, ja, in der Hölle regiert das Geld. いらっしゃいませ。占いババ様、お客様です。
Ja, ich will kaufen. Nicht groß plaudern. Sorry, Buranai Baba. Warte mal, Key haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, da hole ich erstmal nur 3. So, das muss von allen irgendwie ein bisschen... Oh Gott, mir geht die Zenny aus. Ja, jetzt ist definitiv Schluss im Gelände oder sowas. Ausrüstungsslots plus 2, obwohl da... Was haben wir noch? Vielleicht können wir ja auch ein bisschen Zenny ergattern, wenn wir was verkaufen, aber ich weiß jetzt nicht, was wir verkaufen könnten. Obwohl, ja, warte mal, da fällt mir was ein. Wir hatten doch irgendwie... Erklärung bitte. Du kannst im Objektshop für zu guten Preisen verkaufen. Ja. Mr. Satans Autogramm. Können wir doch gleich zweimal verkaufen. Also ich denke mal nicht, dass wir es für eine Fusion oder sowas brauchen. Ja, okay, so unglaublich wertvoll war es jetzt auch nicht. Objektshop zu guten Preisen verkaufen. Das gibt's. Oh! Leute, also jetzt bin ich steinreich, jetzt bin ich Millionär. Zweifacher Millionär. Warum bin ich da nicht noch schon früher drauf gekommen? Das erinnert mich wirklich an diese Shop. Echt gerade im Shoppen, das erinnert mich echt fast eigentlich genauso an das System von Final Fantasy. Dass es in diesem Spiel Dragon Ball Z Items gibt, die man extra verkaufen kann, um Geld zu farmen. Das hätte ich jetzt nicht. Okay, ja doch, ja. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es so ist, aber ich hab das jetzt einfach irgendwie nie berücksichtigt. Naja, aber gut, egal. Leute, wir machen jetzt mit dieser wunderschönen Kameraposition und dieser drei männlichen Männerpose jetzt mal Schluss. Und jetzt machen wir... Ja, wir machen jetzt den Partschluss. So, mit der Pose nicht, aber mit dieser Pose verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, euer TMBS-Bref und ciao. Wer weiß, vielleicht wird... Ist Sinn dieses Kapitels das... keine Ahnung. Zabon irgendwie Prinz wird oder was weiß ich.